Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und das ist die Bach-Toccata, die eigentlich sonst bei Gyrus spielt, aber jetzt spielt sie hier bei Donkey Kong Jr. auf dem BBC Micro. Und ihr seht, das ist ein Atari-Soft-Spiel mit Nintendo-Lizenz. Das kann nur geil sein. Das kann nur toll sein. So, dann starten wir. Sieht gar nicht so Käse aus. Farbe natürlich wieder. Aber. Uah. Also, es ist jetzt spielbar auf jeden Fall. Okay. Muss mir ein bisschen eingrooven. Ja. Und springen sollte auch noch lernen. Aber geht. Was? Den kleinen Abstecher kannst du nicht? So, normal. Aber es geht. Das ist ja cool. Es gibt Atari Soft Games. So. Spring mal auf die Liane, du Pappkopf. Will er wieder nicht hin? Bisschen eigenwillig wirkt das hier schon, aber da muss man sich halt dran gewöhnen. So. Uah. Die Version ist nie rausgekommen. Ist das ein Homebrew-Ding? Die ist gut. Wieso ist denn die nie rausgekommen? Jetzt kannst du mal mit deinem ganzen Wissen prahlen. Aber ist richtig, richtig cool. Also wenn das irgendeiner fertig gemacht hat als Homebrew-Fassung. Geht. Bleib du mal schön da oben. Ja. Na, fast. Aha, es ist einfach nur nicht rausgekommen. Das sollen sie aber rausbringen. Ist gut. Wahrscheinlich wieder lizenzrechtliche Probleme. Mein Gott. Ich hab das Gefühl, als wäre das der Hard-Mod oder so. So, geh du mal woanders hin.
Du geh mal nach unten. Nein! Das ist doch nur Level 1. Das machen wir nochmal. So nicht. Menno. Nichtsdestotrotz, diese Version ist richtig gut. Auch wenn ich viel zu doof bin, irgendwie das hinzukriegen. Fühlt sich echt schwer an, ne? Das ist nur Donkey Kong Jr. Wirkt die Arcade-Version viel einfacher. So, komm her. Alter, das gibt's doch gar nicht. Da springst du über das Viech und bist schon wieder tot. Es ist ja... Das ist doch also. Schon wieder tot. Natürlich. Natürlich. Die Claptraps oder wie auch immer sie in Deutsch nochmal hießen. Nervt total. So, wo gehst du dahin? Du gehst dahin. Uah! Super! Da wärst du. Das ist ja. Das war ja Dead End! Ist das der Hard Mode oder was? Das ist ja unglaublich, ey. Danke. So. Lass mich ran, das war mein letztes Leben, ne? Ja, egal. Level 2 erreicht. Würde nicht jetzt sofort erstmal die Geschichte mit dem Schlüssel kommen und dann erst sozusagen in der nächsten Runde Level 2, aber egal. Und dieses Game hat es tatsächlich nie gegeben? Ja, seht ihr mal. Dann seht ihr mal Sachen, die es eigentlich nicht gibt. Deswegen finde ich lustig mit Atari 1984. Aber es ist tatsächlich. Also es läuft unter Atari Soft, wenn ihr dann mal die Datei euch anguckt. Nur so am Rande. So, next.